2020. Ein Jahr voller Herausforderungen und Veränderungen. So viel Negatives dieses Jahr auch mit sich bringt, lasst uns das für einen Augenblick vergessen. Lasst uns versuchen, an das Positive zu denken und die Gelegenheit ergreifen, an der derzeitigen Situation zu wachsen und in uns zu gehen, um zu verstehen, um zu lernen, um herauszufinden, wer wir eigentlich sein möchten und was wir mit unserem Leben künftig anfangen wollen. Es ist schwer zu sehen, doch kaum ein Jahr wäre besser zur Selbstfindung geeignet als dieses. Während so einer harten Zeit darf man nicht vergessen, durchzuatmen. Es ist wichtig, dem Alltag zu entfliehen und anzufangen, die kleinen Dinge im Leben schätzen zu lernen. Der beste Ort für sowas ist natürlich die Natur. Besonders jetzt im Herbst finde ich es unglaublich schön, draußen zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Nervenzusammenbrüche ich dieses Jahr bereits hatte. Allein schon die Tatsache, dass ich meine Lieben bereits seit nun über einem Jahr nicht mehr sehen konnte, zeigte mir meine Grenzen in sichtbarer Reichweite auf. Besonders im Oktober, als ein Familienmitglied von dieser Welt ging. Ich konnte nichts tun, ich wusste nicht, wohin mit diesem Schock und der Trauer und fühlte eine riesengroße Panik, mit der ich nicht umzugehen wusste. Es ist nicht leicht, in einem Jahr wie 2020 stark sein zu bleiben und bleiben zu können. Doch aufgeben war für mich noch nie eine Option gewesen. Nicht alle Kapitel können fröhlich sein, aber man darf niemals vergessen, dass die dunklen Kapitel nicht für immer anhalten. Sie werden vorübergehen, es wird wieder ein fröhliches Kapitel geben. Wenn ihr raus in die Natur geht, nehmt euch Zeit. Lasst all die Dinge auf euch wirken, die euch umgeben. Interagiert mit ihr. Ich mag das Gefühl sehr gern, meine Hand gegen einen Baumstamm zu legen. Irgendwie muss ich dabei lächeln. Herbst genieße ich, wie gesagt, besonders. All diese Farben, das tolle Wetter, dieses Geräusch, wenn man über Laub geht. Ich liebe Laub. Nun, was war während meiner Abwesenheit los? Im Grunde habe ich so das Übliche gemacht, was man in diesem Jahr halt so machen konnte. Tagelang verzweifelt vor den verschlossenen Toren Disneylands gestanden. Jedes Mal halb erblindet, sobald Sonnenlicht durchs Fenster schien. Bei einem Hitzeindex von 46 Grad die Klimaanlage auf minus 5 gestellt und 24 Stunden bei maximaler Stufe dafür übernachtet, während 2 Tonnen Naschi-Birnen über 3 Tage hinweg verteilt verspeist wurden. Wie gesagt, das Übliche eben. Ja, na gut, Spaß beiseite. Nun, da vieles eingeschränkt ist, verbrachte ich die meiste Zeit halt zu Hause. Zumal ich auch meine Schüler nicht mit irgendwelchen verantwortungslosen Aktionen unnötig gefährden wollte. Abgesehen von meinen zahlreichen Zusammenbrüchen, gelang es mir endlich, mich selbst zu finden. Ich erinnerte mich an zahlreiche Dinge, die mir als Kind oder eher als Teenager furchtbar wichtig gewesen waren. Und an das, wofür ich mich damals interessiert und fasziniert hatte. Schon lange hatte ich über diese Dinge nachgedacht, weil ich immer mehr spürte, wie etwas in mir fehlt und verloren gegangen war, über viele Jahre hinweg. 2020 hat mich gelehrt, dass Selbstfindung ungeheuer wichtig ist. Japan betreffend, fangen mein Mann und ich langsam an, nach einem Haus zu suchen. Wir haben uns dazu entschieden, für ein paar Jahre aus seinem Elternhaus auszuziehen und eine Weile zu zweit zu leben, zumal er dahingehend noch absolut keine Erfahrung hat. Keine Seltenheit bei Japanern. Selbstständigkeit zu lernen ist enorm wichtig, daher bin ich froh, dass er das endlich verstanden hat. Ich denke, das mag für Europäer jetzt komplett merkwürdig klingen, aber für diejenigen unter euch, die ebenfalls mit einem Japaner verheiratet oder mit einem in einer Beziehung sind, bestimmt durchaus nachvollziehbar.
Hier ist es nach wie vor oft noch so, dass die Eltern extrem viel über ihre Kinder entscheiden und sie dadurch später große Probleme mit dem Erwachsenwerden haben. Beziehungen einzugehen und den Partner oder die Partnerin verstehen zu können, ist für viele ungemein schwierig. Dazu kommt dann natürlich noch dazu, dass die meist nur für ihre Arbeit leben und dann entweder jemanden heiraten, für den sie gar keine Liebe empfinden, oder aber beziehungslos bleiben. Das erkennt man gut an dem großen Problem, das Japan hat. Die Geburtenrate geht immer weiter zurück und gleichzeitig werden die Menschen immer älter. Der Mangel an Arbeitern ist sehr groß, wodurch es inzwischen sogar schon Hotels gibt, die größtenteils mit Robotern als Mitarbeiter ausgestattet sind. Am Narita-Flughafen kann man sogar selbstständig einchecken und die Koffer abgeben, ohne mit irgendjemandem reden zu müssen. Aber da hole ich nun zu weit aus. Ich bin gespannt, was für ein Haus es werden wird, in dem wir dann für eine Weile wohnen werden. Nächstes Jahr soll der Umzug stattfinden, daher haben wir noch reichlich Zeit und stehen unter keinerlei Druck, da wir auch keine Deadline haben, bis wann wir das Elternhaus verlassen. Dass es unserem putzigen Chinchilla gut geht, habt ihr ja am Anfang des Videos sehen können. Ohne Cookie geht es inzwischen auch gar nicht mehr, er ist definitiv ein festes Familienmitglied geworden. Ansonsten fing ich dieses Jahr an, ein Bullet Journal zu gestalten. Blieb bisher allerdings noch nicht konsequent genug. Allmählich finde ich aber immer mehr Freude daran und werde mich bemühen, nächstes Jahr am Ball zu bleiben. Hotcha! Es kann wirklich sehr hilfreich sein und zudem ist es super geeignet, um sich kreativ ausleben zu können. Was meinen YouTube-Kanal angeht, ich war während meiner Pause nicht faul gewesen und habe einiges an Videos aufgenommen, von denen ich zwei auf jeden Fall noch dieses Jahr hochladen möchte. In einem geht es um einen Schrein, der in dieser Art nur ein einziges Mal in Japan vorhanden ist, und in dem anderen machten wir einen Ausflug zu einem gigantischen Buddha. Falls euch das neugierig machte, würde ich mich sehr über eure Unterstützung zu meinem Kanal freuen, indem ihr mir ein Like und ein Abo da lasst. Wenn ihr Lust habt, einen Kommentar zu schreiben, dann freue ich mich schon sehr über eure Meinungen und darauf, mit euch interagieren zu können. Nun dann, ich sehe euch hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Passt auf euch auf!